Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, ihr EU-Wagen-Partner in Bielefeld. Heute der Skoda Kodiaq 2 Liter TDI 4x4 in der Selection-Ausstattung. Auto hier steht, ist das kein Basisauto, sondern ein Fahrzeug mit einer gehobenen Ausstattung. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass wir verschiedene Details mit aufgenommen haben. Panoramadach, Lederausstattung, Standheizung ist mit drin, schwenkbare Anhängekupplung, elektrische Heckklappe, sogar mit einem virtuellen Pedal. Das heißt, einmal unterm Stoßfänger drunter her und die Heckklappe geht auf. Und was mich ziemlich geflasht hat bei dem Auto, ist ganz einfach mittlerweile die Größe. Wir haben ja Abmessungen, äußere Abmessungen auf dem Niveau von dem VW Touareg. Das heißt, das Auto hat also wirklich an Maß nochmal zugenommen. Der bisherige Skoda Kodiaq ist ja auch kein kleines Auto gewesen, aber die Dimensionen, die wir jetzt hier übernommen haben, die sind schon echt gigantisch. Das Auto wirkt natürlich auch ziemlich lang, dadurch, dass er etwas flacher ist als ein Touareg. Das Auto ist ziemlich gestreckt von der Linie her. So wie es jetzt hier steht, in der Farbe Graphitgrau Metallic, eine durchaus sehr, sehr gängige Farbe, nehmen wir immer wieder gerne, weil, sag mal, das typische Schwarz oder eben halt dieses Weiß, klar, kann man natürlich auch machen. Das Grau Metallic hat aber einen riesen Vorteil, es ist eine relativ unempfindliche Farbe. Das heißt, so ein Auto muss dann nicht alle 3 Tage gewaschen werden, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo wir dann mit Mücken, Blütenstaub und Ähnlichem immer wieder zu tun haben. Ich gehe einfach mal ans Auto ran, greife in den Türgriff. Keyless Access ist natürlich vorhanden, Spiegel klappen sich direkt aus. Das heißt, das Spiegelpaket ist also auch hier verbaut in dem Auto. Und machen die hintere Tür vielleicht auch gerade mal auf, können dann mit der Kamera mal einmal rein. Und da sehen wir direkt die verschiebbare Rückbank. Was hier bei dem Auto so ein bisschen besonders ist, das ist nicht Standard. Es hat aber auch seinen Hintergrund, die verschiebbare Rückbank. Ich ziehe das mal ein Stück weiter nach vorne. Könnt ihr jetzt hier praktisch auch die Rückenlehne umklappen und wenn wir da mit der Kamera mal einmal reinhalten, dann sieht man, aha, was ist denn hier vorhanden? Ich gehe mal einmal von hinten ran, mach mal auf. Jetzt mal gespannt, ob das dann auch klappt, wie ich das eben so schön beschrieben habe. Tue ich jetzt gerade nicht. Mach die Heckklappe mal einmal auf. Dann schauen wir hier rein. Dann haben wir noch mal so ein doppeltes Ablage. Praktisch und dann habe ich die Möglichkeit und kann hier die dritte Sitzbank hochklappen. Natürlich auch mit einer Kopfstütze dabei. Das heißt, wir haben hier die 7-sitzige Version. Was ich eigentlich sehr schön finde, der Kofferraum ist deswegen nicht zwingend eingeschränkt. Das heißt, wir haben das hier alles auf einer Höhe. Ich habe jetzt keinen doppelten Boden, der verbaut ist. Aber nichtsdestotrotz, mit der Höhe, denke ich mal, sollte man alle mal zurechtkommen. So, das ist auch wieder den Mattensatz wieder mit dabei, wo wir jetzt hier hinten schon einmal dabei sind. Hier drunter gibt es noch mal ein kleines Ablagefach. Da sind die wichtigsten Dinge dann praktisch, wie das Reserverad, Wagenheber und eben halt auch die Laderaumabdeckung. Das finde ich ganz toll gemacht. Die ist hier unten drunter verstaubar. Dann liegt die nicht immer irgendwo quer im Auto oder aber staubt irgendwo in der Garage ein. Anhängekupplung, wie eben schon gesagt, die schwenkbare wieder. Ich denke, die ist aus mehreren Videos aus der Vergangenheit schon bekannt. So klappen wir sie wieder raus. Und dann schließen wir hier die Heckklappe mal. Rückfahrkamera natürlich vorhanden. Hier vielleicht auch gerade die Optik noch mal kurz beschrieben. Was ich sehr schön finde, ist das mit dem Leuchtenband hinten noch mal. Finde ich bildet einen sehr schönen, sauberen Abschluss bei dem Auto. Haben die sehr ordentlich gemacht bei Skoda. Das ist ganz stimmig eben halt, dieses ganze Erscheinungsbild. So, ich will jetzt mal hinten die Rückbank gerade wieder zurückklappen und auch wieder zurückschieben. So, schon haben wir wieder den normalen Platz in dem Auto, so wie es standardmäßig ist.
Schlag vor, wir gehen mal gerade in den Innenraum rein. Nehmen die Kamera einfach mal mit rüber. Elektrische Sitzverstellung ist verbaut hier in dem Auto. Das heißt, ich muss mit dem Sitz erstmal eine ganze Ecke weiter nach vorne. So, jetzt schließen wir mal die Tür. Sitzen wir hier schön tief in dem Auto drin. Sehr behütet, ringsherum, alles gut erreichbar. Sehr ordentlich gemacht von den Oberflächen her. Vorne zum Beispiel auch dieses Stitching, diese Kreuznaht, das hat man ganz ordentlich gemacht bei Skoda, finde ich. Machen wir nochmal einmal starten. Schlüsselloser Start natürlich. Dann fällt direkt auf, wir haben hier auch ein sehr großes Display eben halt verbaut, ähnlich wie wir das von dem VW Tiguan kennen. Vorne praktisch auch dieses digitale Cockpit mit drin. Und mit der Kamera gerade mal einmal drauf. Ist schnell erreichbar, gut griffig. Schalthebel, auch wie wir es letztendlich von dem VW Tiguan kennen. Das heißt also, da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Da merkt man also schon, das kommt hier aus einem Konzern. Ähnlich eben halt auch wie diese Drehdrücksteller, die wir hier in der Mitte verbaut haben. Das finde ich ziemlich clean gemacht, ziemlich aufgeräumt. Kann also von hier aus die Klima direkt bedienen. Habe jetzt nicht die Situation, dass ich erst wieder irgendwo hier in ein Untermenü rein muss, sondern kann das von hier aus machen, was die Temperatur für Fahrer-Beifahrerseite angeht. Die Lüfterfunktion auch hier rüber steuern. Und was ganz toll ist, ich drücke da einmal drauf und bin dann in dem Menü Thema Sitzheizung. Das heißt, man hat im Grunde genommen auf diesen Knöpfen direkt eine Doppelbelegung. Finde ich ganz schlau gemacht. Ich mache die Sitzheizung mal lieber aus, sonst wird es mir gleich doch zu warm hier. Und hier in der Mitte zum Beispiel die Lader oder aber eben halt auch die Stummschaltung und Radio-Lautstärke-Einstellung. Zentral Warmlenkanlage, zentral Schalter für die Zentralverriegelung. Die große Mittelkonsole finde ich super gemacht mit einem riesen Flaschenhalter mit dabei, Getränkehalter. Auch hier dieser Reinigungsstick, mit dem ich über das Display rübergehen kann, kann das Display sauber machen. Und was ganz geschickt, ganz schlau gemacht ist, hier in der Mittelkonsole auch zweimal Ladeschale Induktion. Das heißt also, jemand ein aktuelles Handy hat, legt das Handy einfach rein, lässt das dort eben halt laden und fertig. Vorher natürlich gekoppelt über Bluetooth, um die Telefon-Freisprechfunktion zu nutzen. Jetzt wird es ganz interessant, wenn ich mir den Bildschirm angucke, dann steht hier oben schon, hi, ich bin Laura. Wer ist jetzt Laura? Laura ist die Sprachassistentin bei Skoda. Lustigerweise ist das ein etwas anderer Name als bei VW, weil bei VW heißt die Dame dann Ida. Ida und Laura sind also im Grunde genommen miteinander verwandt. Einmal bei VW, einmal bei Skoda. Sobald ich den Namen anspreche, sorry, das kann ich noch nicht, will sie sofort in ein Gespräch gehen. Ich stoppe jetzt hier mal, mache mal Pause. Gehe nochmal zurück hier in das Grundmenü. Relativ groß auch so schon mal. Telefonmenü. Kann jetzt hier ein Mobiltelefon eben halt koppeln. Konfigurationsassistent könnte mir jetzt das Fahrzeug hier komplett eben halt einrichten. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Gehe hier mal in das Untermenü mit rein. Da haben wir dann verschiedenste Punkte. Die Smart Dials zum Beispiel, das sind diese Drehdrücksteller hier unten. Kommen hier direkt auf die ganzen Assistenten, also hier sind reichlich Assistenten bei dem Auto verbaut, von Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, adaptiver Abstandstempomat, nicht bis 160, sondern sogar bis 210, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent ist auch mit verbaut, also ja, super gut ausgestattet das Auto. Hier fehlt wirklich gar nichts. Was mir direkt gleich aufgefallen ist beim ersten Einsteigen, was ich als sehr, sehr schlau gemacht empfinde, ist zum einen, dass ich hier Direktwahltasten habe, wo ich verschiedene Dinge eben halt ansteuern kann. Hier zum Beispiel auch das Menü der Standheizung, wo ich direkt drauf komme. Hier, wo ich sage, okay, drück da einmal drauf, habe direkt das Bild von der Rückfahrkamera, kann dann auch den jeweiligen Einschlagswinkel eben halt mir mit anzeigen lassen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Das ist ganz toll gemacht. Zum anderen eben halt auch hier in der unteren Leiste kommen wir direkt gleich auf verschiedene Menüs, wo ich sagen kann, okay, Parkkamera nehmen wir mal raus, so zack, sind wir im Radiomenü, da sind wir direkt gleich im Telefonmenü. Hier geht es dann rein, Apple CarPlay, Android Auto, das heißt die SmartLink-Funktion, um Dinge vom Handy direkt rüber zu spiegeln, Spotify und ähnliches. Da kommen wir direkt aufs Navigationsmenü.
Wenn wir jetzt mal hier gucken, wie groß dieser Bildschirm ist, das ist schon echt gewaltig, das ist schon riesig. Zusätzlich dann hier nochmal im Cockpit mit dabei. Das ist ganz interessant gemacht, finde ich. Die Klimaautomatik als solches, gut, das ist jetzt nichts Unbekanntes, dass das heutzutage mal in 2 oder in 3 Zonen eben halt regelbar ist. Aber was eben halt ganz schön ist, hier ist das einfach auch mal von der Funktion her dargestellt, dass ich sage, ich will nur frische Luft oder ich möchte die Füße wärmen oder ich möchte die Hände wärmen. Also verschiedene Einzelpunkte, die ich gleich so anwählen kann, ohne groß durchs Menü durchzumüssen. Das ist ganz schlau gemacht. Beheizbare Frontscheibe ist bei dem Auto im Übrigen auch nochmal verbaut zusätzlich. Also für den Winter mit Standheizung und beheizbarer Frontscheibe sollte es an sich so sein, dass wenn ich mit dem Auto starten will, dass ich auch bei einer Außentemperatur von minus 10 Grad die Scheiben frei habe und auch hier im Innenraum eine ordentliche Wärme habe, dass ich hier nicht frieren brauche. Ambientes Licht eben halt ist individuell einstellbar in verschiedenen Bereichen: Winter, Sommer, Ozean, Rays, individuell. Kann es auch komplett ausschalten, wenn es jetzt nachts vielleicht irgendwie blenden sollte. Bildschirm ist hier komplett abschaltbar, wenn ich das einfach alles, gut deutsch gesagt, totgelegt haben möchte. Von der Übersicht her finde ich relativ große Glasflächen. Ich habe einen guten Blick nach hinten. Dadurch, dass ich sag mal, die Heckscheibe jetzt nicht wahnsinnig flach gestellt ist, sondern relativ hoch, kann man das auch sehr gut abschätzen über den Spiegel eben halt mit dem Blick nach hinten. Und was uns beiden heute Morgen gleich schon direkt aufgefallen ist, hier durch dieses Panoramadach in dem Auto, ist hier auch sehr viel Licht in dem Fahrzeug. Es gibt ja sehr viele Fahrzeuge, die haben auch noch einen dunklen Innenhimmel plus eine dunkle Sitzausstattung. Ist das dann sehr duster in so einem Auto? Das ist jetzt hier nicht der Fall. Allerdings, wenn es so sein sollte, dass dann tatsächlich zu viel Sonne kommt, gibt es auch nochmal ein Rollo, was man hier elektrisch nach vorne fahren kann. Das haben die sehr ordentlich gemacht bei Skoda. Also auch relativ leise das Ganze. Gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Thema leise, genau jetzt da der Konterfall. Wir haben hier in dem Auto ein Canton Soundsystem. Das heißt also, wenn ich dann wirklich mal schön Musik hören möchte in einem Auto auf einer längeren Fahrt, ist ein ordentliches Lautsprechersystem verbaut, wo man wirklich sagen muss, gut, das ist dann auch sehr, sehr angenehm. Was ich immer super finde, ist so ein perforiertes Leder hier bei dem Lenkrad. Das ist sehr griffig, auch wenn es jetzt im Sommer mal warm wird, man vielleicht mal ein bisschen schwitzigere Hände hat, haben die gut gelöst und für den Winter eben halt die Lenkradheizung, die auch direkt verbaut ist. Das Ganze ist auch hier nicht unbedingt überfrachtet. Jetzt mal schaue hier die Multifunktionstasten, wo ich überall rankomme. Laut-Leise-Regulierung ist alles schnell greifbar, ohne dass ich großartig da erst drauf gucken muss. Das finde ich immer sehr schön, wenn man das so intuitiv eben halt handhaben kann. Das ist viel angenehmer, als wenn man irgendwo unterwegs dann abgelenkt wird. Es gibt fürs Cockpit in der Anzeige unterschiedliche Ansichten, die ich mir dann reindrehen kann, je nachdem, wie ich das gerne möchte. Das geht dann hier unten rechts über diese Taste. Ich glaube, das ist so die häufigste Anzeige, die meisten Kunden wahrscheinlich wählen. Unten rechts die Tankanzeige mit dabei, links Drehzahlmesser, rechts Tacho. Radiosender wird auch direkt mit angezeigt. Ob das unbedingt sein muss, weiß ich nicht, weil ich habe es hier auf dem Display, auf dem großen auch noch mit drauf, aber man macht es eben halt so. Übersichtliche Verkehrszeichenerkennung, nichts, was da jetzt irgendwo stört, und auch hier im Sichtfeld ist ein großes, ordentliches Sichtfeld. Elektrische Sitzverstellung ist vorhanden, Memory ist vorhanden. Finde ich immer sehr, sehr gut, wenn unterschiedliche Fahrer, Fahrerinnen mit dem Auto eben halt unterwegs sind. Da Größenunterschiede sind, jeder hat seine Sitzposition. Wenn es einmal eingestellt ist, drücke ich nur auf die Taste. Der Sitz ist direkt wieder in der Position eingestellt. Ich steige ins Auto ein und kann damit losfahren. Was auch schön ist hier vom Griff her gesehen, wenn ich links hier an den Blinkerhebel eben halt dran will, das sind kurze Wege. Hier unten links ist nochmal der Schalter für den adaptiven Abstandstempomaten, der also auch einfach hier einzustellen ist. Das ist vom Handling her, ist das alles gut gemacht. Aufgeräumt, schnell, übersichtlich, irgendwo leicht verständlich, genauso wie so ein Auto heutzutage halt sein sollte. Jetzt muss man dazu wissen, so ein Auto gibt es bei uns als Reimport mit einem Preisvorteil von über 12.000 Euro. Ich wiederhole das nochmal, ein Preisvorteil von über 12.000 Euro. Der meckert mich jetzt an, weil der Motor läuft. So, jetzt machen wir mal die Zündung hier aus. Dann haben wir das auch soweit. Beim Verlassen dann eben halt nochmal ein nettes Auf Wiedersehen. Innenraumüberwachung oder eben halt auch Scheibenwischer, wenn ich die in die Serviceposition bringen will. Das heißt, wenn ich die hochklappen will, um die zum Beispiel das Wischerblatt zu tauschen. Also alles, ja, simply clever, so wie wir es von Skoda eben halt kennen. Auch noch wichtig ist, Thema Anhängekupplung, bevor wir das vergessen.
Wir haben ja häufiger die Situation, dass da immer mal die Frage kommt, wie viel können wir denn ziehen? Jetzt braucht vielleicht nicht unbedingt jeder gleich 2 Tonnen Anhängelast. Bei diesem Auto sind es im Übrigen 2,5 Tonnen Anhängelast. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen schweren Anhänger habe, wo ich vielleicht mal Steine, Holz, Ähnliches transportiere, wird das sicherlich mit dem Auto kein Problem sein. Wohnwagen ist auch ein Riesenthema eben halt, weil ich sag mal gerade als Siebensitzer sehr, sehr familientaugliches Auto, wo ich dann eben halt wirklich mit vielen Personen losfahren kann, vielleicht den Wohnwagen hinten dran habe, dafür ist ein Skoda Kodiaq prädestiniert. Das perfekte Auto von der Innenraumgröße eben halt, um wirklich die Personen unterbringen zu können und zum anderen eben halt dann auch noch als Zugfahrzeug einzusetzen. Oder aber, was auch ein Thema ist, haben wir die Tage gehabt, rief eine Kundin an, ging es dann darum, dass sie einen Pferdeanhänger mit 2 Pferden eben halt ziehen möchte. Da hat die dann häufig so 2,3, 2,4 Tonnen. Allradantrieb ist dann auch ein Thema, auf der nassen Wiese eben halt, um den Anhänger da wieder rausziehen zu können. Funktioniert mit dem Auto. Also wirklich, sag mal, ein sehr, sehr universell einsetzbares Auto. Also nicht nur für den, der vielleicht 30.000 Kilometer im Jahr tatsächlich viel auf Autobahnen unterwegs ist, sondern eben halt auch, ich sag mal, in der Praxis, wo so ein Auto jeden Tag richtig benutzt wird. Wenn das Video gefallen hat, gerne einen Like hinterlassen. Wenn es eine Anfrage zu dem Fahrzeug gibt, gerne per Telefon, gerne per WhatsApp, gerne auch per E-Mail. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Tschüss, ciao und ich bin raus.